Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Farmerama-Video von meiner Seite aus. Ja, aktuell läuft ja ein schönes Event rund um die Welt. Wie sich das Event? Ja, doch, rund um die Welt. Da muss man Papyrus anbauen. Man kriegt ist Truppen. Ja. Kompasshasenfeld und Bäume und halt auch den Stellen. So. Den Papyrus, den kann man zu Landkarten verarbeiten und halt man muss Verpflegung craften. Nicht craften, produzieren. Ich blick mal. Ja, mit Minecraft TA Philosophie. Ah, gucken. Ah, hier kann ich auch schon wieder abernten. Gut, 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 gut. Oh, jetzt ein bisschen hier wieder aufbauen, hier alles. So. Also ich kann sagen, also die Drop Rate hier ist besser als bei dem letzten Event. Das finde ich gut. So, nochmal das hier benutzen. Dann wieder Wasser kaufen. Ja, hier habe ich die Bäume komplett abgerissen und nur noch ein paar stehen. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, man muss reichlich haben. Reichlich Papyrus. Weil hat man es nicht. Komisch. Also ich habe jetzt die ersten drei Aufgaben von rund um die Welt schon fertig. Ich arbeite mich jetzt nach und nach auf diese hier. Mist, kein Handy dabei. Weil. Oder? Oha, Handy, weiß ich, wo es liegt. Also, ich gehe mal kurz mal vom PC weg. Also, nicht erschrecken, wenn ich jetzt ein paar Minuten nichts sage. So, und da bin ich auch wieder. War doch nicht so weit weg. Oh, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen. Aufgabe 1. Ja. 90 plus 65 plus 50. Ich rechne erstmal die Kompasse zusammen. Ah, will nicht. So. 80 plus 55 plus 40 plus 70 plus 45 plus 30 gleich. Oh, also 525 minus 340. Oh, 185. Kompasse brauche ich noch. So, dann rechne ich jetzt mal eben die Verpflegung aus, wie viel ich davon brauche. Plus. Ah nee, ich rechne jetzt nicht die Verpflegung, sondern Landkarte. Wie viel ich da noch brauche.
Also wie viele Eventpflanzen? Okay. Plus 6 plus 3 gleich. Wenn ich das jetzt nochmal mal 100 nehme, 14.700 Eventpflanzen muss ich noch zusammentragen. Also wie viel habe ich bis jetzt? Holla die Waldfee, da brauche ich aber noch gut 10.000 noch, ey. Was sagt Farmerama-Fans? So. Ja, da könnt ihr 16.800, also da habe ich aber noch nicht viel, gerade mal für 2.100 was zusammen gebastelt. Nicht gerade viel. Ja, am Anfang habe ich geschludert. Da habe ich vergessen, Karotten, Apfelschutney einzuwerfen. Aber das Event ist machbar. Ja, also, ihr seht, die ersten drei Aufgaben hatte ich ja schon fertig. Bei den ersten beiden, also bei der ersten und bei der dritten. Die waren noch am einfachsten, das fand ich. Da muss man halt nur Kompass und Verpflegung benutzen. Ja, so. Ansonsten muss man immer Wasser. Da braucht man noch die Landkarte. Jo. Wann wieder. Und wir. Ach ja. Also man kommt über die Eventuhr an die Questreihe ran. Oder wie gesagt, eben hier drüber. Über die Farmhalle. Also, da muss ich echt noch viel zusammentragen in den nächsten Tagen. Das wird nie einfach. Da ich ja innerhalb der Woche eher weniger Zeit habe, an dem Event jetzt wieder teilzunehmen, da ich ja sehr viel lernen muss. Wieso? Kein Thema, aber Produktionstechnik und Produktionsplanung, da muss ich noch viel tun. Da muss ich noch viel tun. Also ich will meinen Abschluss mit einer 3 oder 4 wenigstens vollenden. 4 ist Minimum, um das zu bestehen. Bei einer 5 ist man komplett durchgefallen und man ist unten durch. Ja, wann wieder ein Farmarama-Video von meiner Seite aus kommt, kann ich jetzt nicht aussagen. Also bis zum nächsten Mal, euer Korkanto bei Farmarama.